Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Evoland, meine Freunde. Jo, schon ein bisschen länger her, dass ich hier weitergespielt habe. Ich weiß auch nicht mehr so ganz so recht, was ich hier machen wollte. Ich weiß nur noch, dass da irgendwas mit einem Kristall-Amulett-Teil hat man, glaube ich, geholt, da oben in dieser komischen Rätselebene da. Sag ich jetzt einfach mal. Jo, ich glaube, da muss man noch irgendwie da runter, weil Kaeris da irgendwas gelabert hat, dass wir uns beeilen sollen. Deswegen gehen wir da mal kicken. Und natürlich dürfen hier auch diese schönen Mario-Piranha-Pflanzen nicht fehlen. Aber die kriegen wir zum Glück schnell weggeschnetzelt. Auf jeden Fall schon blöd, wenn man das eine längere Zeit hier nicht spielt. Da verliert man so leicht den Überblick. Aber das wäre ja gelacht, wenn wir das hier nicht finden. Oh Gott, ey, die ganzen Kämpfe hier, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh, ich sollte mal Kaeris heilen langsam. Bevor die Jude uns noch hier abnippelt, geht's da oben lang. War man schon? Müssen wir da hin? Ach, wisst ihr was? Lauf um euer Leben und sterbt dabei nicht. Oh Mann. Kommt einfach noch mehr. Ja genau, den Gegnern geben wir mal einen Trank. Mhm. Warum auch nicht? Daneben schlagen ist auch immer eine super Option. Habe ich mit der an. Ach, was soll's. Noch mehr Gegner in sich echt nicht hier tümmeln können. So. Wo geht's hier lang? Ihnen von... So schnell kann kein Mensch lesen, Mensch. Charakterauswahl. Schade, dass es keinen Münzeinwurf fürs zwei Spieler gibt. Aha. Aha. Neue Gegners. Oha. Was ist das? Kettenkombo-Treffer greift am Ende eines jeden Hiebes an, um Meshukumus zu entfesseln. Ich habe einen Feuerring bekommen. Aha.
Feuerring. Schön. Ja. Also ich weiß auch nicht so recht, ob wir da hin müssen. Ob das da so richtig ist. Ach, das hat hier gespeichert. Ist ja super. Wenn der jetzt auch irgendwie sich verteidigen könnte, wäre das auch super. So. Halskette des Adlers. Das Kampfsystem gefällt mir irgendwie. 2% Ausweichchance. Lebensbalken, ihr seid nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Ja, willkommen bei Diablo. Was ist das denn für Fotofiecher? Umgebungslicht. Das Umgebungslicht hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Ah ja. Hier wäre eine Karte nicht ganz verkehrt. Da geht's bestimmt raus. Ja, da hinten war bestimmt auch noch mehr. Mit Sicherheit sogar. Wieso kann ich denn diese blöden Vasen nicht kaputt machen? Ist hier doch nichts? Nö. Toll. Einmal umsonst zurückgelaufen. Musik gefällt mir hier irgendwie. Hat irgendwas. Mann, ey, das sind mal fette Viecher. Kommt her, ich mache euch alle kaputt. Gestarts Handgelenkschutz. 10 Meuchelschaden. Hätte ich gewusst, dass hier so viele komische Riesenfliegen sind, hätte ich meine Fliegenklatsche mitgenommen. Jetzt kommen hier noch Magier. Ist ja super. Ja, noch mehr Gegner. Noch mehr. Das sind doch viel zu wenige. Das ist ja gar nicht spannend. Gürtel der Legende. 10% Rackergeschwindigkeit. Aha. Steinbrecher. 300% Schaden an Steinen und Mauern. Ah ja. Was ist das? Fledermäuse. Eine Truhe. Karte Doppel. Für unser schönes, gehasstes Lieblingskartenspiel. Was ich bestimmt irgendwann auch noch schaffen werde. Irgendwann, wenn wir ganz viele tolle Karten haben. Was ist das? Mhm.
interessante Konstruktionen. Gehen wir hier oben lang. Dynamische Beleuchtung. Oh ja. Zeit, um eure Waffe Funken sprühen zu lassen. Okay. Lebensanzeige à la Diablo auch bleibt, wenn wir hier aus diesem Gebiet wieder raus sind. Wäre natürlich cool, weil die jetzt viel mehr anhält als diese andere. Minikarte. Biegt an der nächsten Ecke links ab. Endlich. Wurde mal Zeit, dass man hier eine Minikarte kriegt. So ganz desorientiert hier durch die Gegend. So. Ein Stern. Yay. Ja, jetzt dürfte ich eigentlich gar nichts mehr übersehen mit der Minikarte. Ist ja super. Diese Fahnen irgendwas sagen wollten. Mehrere Opfer, wenn euch nach einem Amoklauf zumute ist. Okay. Und es ist immer nach einem Amoklauf zumute. Jedenfalls in dem Spiel hier. Naja, nicht falsch verstehen, Leute. Falls der NSA zuhört, hi. Ja, mich würde ja interessieren, wenn wir jetzt Kairis genommen hätten, ob wir dann die ganze Zeit hier rumgezaubert hätten. Das wäre bestimmt auch cool. Das habe ich nicht alles bekommen. Sternzeichen-Ohrring. Plus 0,1% Verteidigung auf Ohren. Ganz wichtig. Knieschützer des Arthritus. 10% Beutesammelgeschwindigkeit. Ring des Glücks. 5%ige Chance auf einen Gegenstand, den ihr tatsächlich gebrauchen könnt. Drachsarmbinde. Verwandelt den Besitzer in einen Drachen. 12 Monate Abklingzeit. Geil. Das nenne ich mal eine sehr kurze Abklingzeit. Ist ja quasi gar nichts. Ja, noch mehr Gegner. Bringt mir einfach alle Gegner, die es im Spiel gibt. Ah, stirbt. Godlike. Amoklauf. Multikill. Noch. So, mal ein bisschen defensiver hier. Nee, da kommt ja noch mehr. So. Was habe ich jetzt hier? Helm des Zwielichts.
topmoderner solarbetriebener Helm verleiht seinem Träger Nachtsicht. Geil. Schutzengel. Belebt euch mit 20% TP wieder, wenn ihr von einem Einhorn getötet wurdet. Ja, das ist natürlich bestimmt sehr wahrscheinlich. Beinschienen des tyrannischen Gladiatoren. Plus 10% Schaden gegen andere Spieler. Diese Beinbekleidung beweist außerdem euren Wert. Hier gibt es auch so viele andere Spieler. Wahl Unterseeles Stiefel. Plus 10% auf Gorilla-Taktik, wenn der Boss einfach zu stark ist. Okay. Abenteuergeist. Plus 10 Draufgängertum. Diese Sachen sind alle so hilfreich. So, was haben wir denn hier oben Schönes? Natürlich noch mehr Gegner. Bin ja nicht fast tot. Schulterstück des Lichtbringers. Plus 3 Ritterlichkeit. Außerdem schick für Discord-Nächte. Ja, auf jeden. Und einen weiteren Stern. Ich muss sagen, dieses neue Kampfsystem und so, das hat das Spiel nochmal um eine Ecke besser gemacht, ey. Das macht jetzt noch mehr Bock. So, und ich würde sagen, ich werde jetzt mal hier zurücklatschen zum Speicherpunkt und mal eine Runde speichern. Ja, genau das werde ich tun. Mit der Hoffnung, dass das Leben dadurch auch aufgefüllt wird. Sonst haben wir, glaube ich, ein leichtes Problem. Mal Daumen drücken. Und. Natürlich nicht. Schade. Naja, gut. Ich würde sagen, viele weitere actionreiche Sachen hier werden wir dann im nächsten Part sehen. Und bis dahin, ihr kennt es ja, ne, hier abonnieren, kommentieren, favorisieren, Facebook-Seite auschecken, die jetzt neu ist, Leute. Ja, tut auch, was auch immer ihr wollt. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederschauen. Tschüss.